Okay, bevor wir noch in die allgemeine Diskussion einsteigen, möchte ich mit einer kurzen Zwischenfrage beginnen. Und zwar haben Sie jetzt ja alle viele Herausforderungen berichtet, denen sich der deutsche Arbeitsmarkt gegenwärtig gegenüber sieht. Und mich würde eigentlich aus Ihrer Perspektive interessieren, was sind eigentlich so die zwei wichtigsten bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Handlungsempfehlungen, die Sie geben würden, die Sie an die Politik richten würden, weil unser Publikum ist ja auch an die Politik gerichtet. Also was würden Sie sagen, was ist das Wichtigste, die bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen? Ich würde gerne mit Frau Riepan anfangen, wenn Sie mögen. Müssen wir das Mikro auch einschalten. Genau. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, die Diskussion hat klar gemacht, dass das letztlich auf eins hinausläuft. Wir brauchen qualifizierte Arbeitskräfte. Und ich denke, das ist sowohl der Haupthandlungsauftrag in der Arbeitsmarktpolitik als auch in der Bildungspolitik. Die Arbeitskräfte werden wir zu einem kleinen Teil aus Deutschland rekrutieren können, beispielsweise über kleine Änderungen in den institutionellen Rahmenbedingungen, seien es die Minijobs, seien es beim Ehegattensplitting, sei es beim Ausbau der Kinderbetreuung. Aber der wichtige Faktor, der zahlenmäßig zählt, ist meines Erachtens die Attrahierung von zusätzlichen Zuwanderern, qualifizierten Zuwanderern und dann in erster Linie, und das ist der Hauptpunkt am Arbeitsmarkt, die Weiterbildung der Personen, die im Land sind. Und das ist, glaube ich, an erster Stelle für die Zugewanderten relevant, aber auch, und das sagte Herr Pusch ja, die bessere Organisation des Weiterbildungssystems, was wir in Deutschland auch für die Beschäftigten haben. Das wäre meine Hauptarbeitsmarktpolitik, Weiterbildung und Qualifizierung der Personen, die da sind. Und meine Hauptbildungspolitik wäre ganz genauso. Wir haben gerade die neuen PISA-Ergebnisse bekommen und wir finden für Deutschland immer noch massive Abstände in den Qualifikationen von Schülern und Schülerinnen, die zugewandert sind, Migrationshintergrund haben und denen, die das nicht haben. Und da die zahlenmäßig so viele sind, einen großen Anteil an den nachwachsenden Kohorten haben, denke ich, dass wir uns als Land es nicht weiter erlauben können, hier so wenig zu tun. Ich nur als kleine Anekdote, eine Mitarbeiterin von mir war gerade in Dänemark, hat sich registriert bei der Sozialversicherung und das Erste, was passiert ist, sie bekommt eine E-Mail und wird eingeladen zum kostenlosen Dänischkurs. Das wird da mit allen gemacht, allen Ausländern, die neu ins Land kommen. Und Sprachförderung ist essentiell. Das wird bei uns auf verschiedenen Ebenen vernachlässigt. Die Sprachstandserhebungen werden nicht systematisch durchgeführt, die werden nicht publiziert, wir können nicht damit forschen und da wird auch nicht nachvollzogen, dass da was geändert wird. Und ich denke, das wäre bildungspolitisch die Hauptaufgabe, für die verbesserte Qualifikation der Zuwanderer zu sorgen. Ja, danke. Herr Pusch, bitte. Ja, also ich hätte genauso angefangen, insofern brauche ich jetzt vielleicht nicht so viel sagen. Also es war ja in dem dritten Vortrag erwähnt worden, also das hat mich ja erschrocken, also dieser PISA, dieser Abfall bei MINT, das hat sicherlich was auch damit zu tun, mit erheblicher Zuwanderung und dass unser Bildungssystem damit nicht mehr in dem Maße zurechtgekommen ist, jetzt eine Zeit lang. Insofern ist das ermutigend natürlich. Ich hatte jetzt gerade die Tage gelesen, ich glaube, es war in der Tagespresse, dass die Bundesregierung jetzt sich zum Thema herausgesucht hat, die Brennpunktschulen tatsächlich anzugehen. Also man sieht das ja, also dass also dass es sozusagen Konzentrierungen gibt von sozialen Problemlagen. Und da das aufzudröseln, wird sicherlich nicht einfach. Aber es ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass wir da mit den Standards wieder hochkommen. Und dass auch Sprache beispielsweise weniger ein Hemmschuh ist für viele Schüler. Ja, darüber hinaus, ein paar Themen hatte ich angesprochen, was mir immer wieder auffällt, dass wir beim Thema Digitalisierung so weit hintan sind. Sie hatten es auch angesprochen, auch in den Schulen hinkt es scheinbar hinterher. Also das gehört, denke ich, in diese Offensive mit dazu. Und dass der Staat, also dass unsere Verwaltung tatsächlich sich auch stärker digitalisiert, dass Gesetze vielleicht von vornherein so gedacht werden, inwiefern sie auch digitalisierbar sind. Herr Plönicke, bitte. Ja, jetzt noch was Neues zu finden, ist gar nicht so einfach. Also die ersten Punkte schließe ich mich schon mal an und würde noch ergänzen dann das Thema, dass wir gute Behörden, bürokratische Prozesse brauchen bei der Zuwanderung, sonst werden die Ausländerbehörden den Arbeitsberg, der auf sie zukommt, mit deutlich besseren Gesetzen, die wir jetzt haben, wahrscheinlich nicht schaffen. Und dann gibt es große Unzufriedenheit, wenn viele sich auf den Weg machen, aber der Weg stockt. Von daher ist es, glaube ich, ein ganz wichtiges, ist auch Wirtschaftspolitik, wenn man
gute Verwaltungsprozesse und gute Verwaltungsapparate hat, die da schnell arbeiten, agil sind und dann auch nach außen das Signal zeigen, dass die Personen, die nach Deutschland kommen wollen, auch hier erwünscht sind und auch schnell unterstützend in die Prozesse kommen. Und das andere war die Hochschule. Und da glaube ich auch, dass sich regional noch mehr Hochschulen auch auf den Weg machen, das Thema die zugewanderten Studierenden für die Region über Programme, über Vernetzung, über auch so eine Art Ökosystem-Zuwanderung über die Hochschulen, auch dort vor Ort die Potenziale zu heben. Ich glaube, das wäre auch noch ein kleiner Ergänzungspunkt. Ja, danke. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja. Ja, vielen Dank. Ich erlaube mir mal eine ketzerische Frage. Aus allen drei Impulsen werde ich bestärkt in meiner Aussage, die ich gerne so in Diskussionen mache, dass wir eigentlich weniger einen Fachkräftemangel haben als einen Wertschätzungsmangel. Das heißt, dass wir zum Beispiel durch Hinzuverdienstregelungen, durch Altersarmutsrisiken, die unter anderem ganz wesentlich durch Midi- und Minijobs verursacht sind, durch Nichtanerkennung von Abschlüssen oder so, dass wir im Grunde genommen ein Wahnsinnspotenzial an Fachkräften schlichtweg vernachlässigen oder zu schlecht behandeln, um sie wirklich zu integrieren. Ja, bitte. Ja, dass da institutionelle Verbesserungspotenziale sind, sehe ich auch. Ob das jetzt zwingend Wertschätzungsmängel sind, das ist, glaube ich, schwierig zu beurteilen. Und das ist jenseits meiner Forschung. Also man kann noch mehr Potenziale heben durch bessere Anerkennung von Abschlüssen oder durch bessere Integrationsangebote, aber rein demografisch von der Situation, auf die wir die nächsten 10 Jahre jetzt zulaufen, wird das allein nicht reichen. Aber es ist natürlich, trotzdem muss man es tun. Also man muss beides machen, ne? Die inländischen Potenziale heben, die da sind, und attraktiv für Zuwanderung, für qualifizierte Zuwanderung sein. Ja, hier war noch eine Meldung, bitte. Genau da. Ja, ist an? Nee. Doch, jetzt. Okay. Ist vielleicht ein kurzer Kommentar nur und vielleicht verbunden mit einer Frage an Sie, Herr Plünicke. Das schien heute Morgen auch schon in der ersten Session ein bisschen durch, dass Zuwanderung und auch Forschung, Innovation vielfach in Clustern, in Netzwerken, in urbanen, großstädtischen Räumen erfolgt. Mein Eindruck ist, dass vor diesem Hintergrund vielleicht auch eine Frage, die für den Arbeitsmarkt eigentlich lange Zeit nicht so präsent war, die Wohnungsfrage, die Versorgung mit Wohnraum vielleicht auch eine stärkere Rolle erhalten sollte. Also nicht so sehr als soziale Frage, sondern tatsächlich als Frage zur besseren Allokation von Arbeitskräften und Arbeitsplätzen, dass die besser zueinander finden und möglicherweise auch als Hindernis auf dem Weg mehr Zuwanderung zu generieren. Denn erste Anlaufpunkte sind genau aus Gründen von Netzwerkeffekten ähnlichem, oft großstädtische Räume, da sind auch die passenden Universitäten, Unternehmen, die auch Akademiker einstellen und beherbergen. Also das nur am Rande, weil ich weiß, das ist kein klassisches Feld der Arbeitsmarktpolitik, aber haben Sie eine Meinung dazu, ob das eine Bremse ist irgendwie, weil Sie sich ja jetzt in Ihrem Vortrag auch sehr dezidiert mit dem Beitrag von ausländischen Fachkräften und Forschenden beschäftigt hatten? Ja, natürlich. Uns fehlt Wohnraum. Es wird nicht genug gebaut. Auch gerade natürlich im Großstadtbereich. Aber man muss auch natürlich dazu denken, wie kriegt man dann auch über guten öffentlichen Nahverkehr, über die Region drumherum gut eingebunden. Also beispielsweise war ich erst vor kurzem in Lüneburg bei einer Veranstaltung genau zu dem Thema. Und die liegen dann halt zwischen Hamburg und vielleicht noch Hannover, Wolfsburg, Braunschweig in einem Dreieck, wo sie auch dann über Zuwanderung sehr stark auch Pendelbewegungen haben Richtung Hamburg zum Beispiel. Und auch dort dann diese Region mit Hamburg zusammen überlegt, wie man dann auch Fachkräfte für die Gesamtregion gewinnen kann und wo die wohnen. Also, aber generell fehlt natürlich dann Wohnraum, aber wir werden auch eine Verschiebung haben, wenn die Dienstleistungsberufe stärker wachsen. Und wir sehen, dass die IT-Berufe wachsen schneller als die Ingenieurberufe, und die IT-Berufe sind deutlich großstädtischer in den Beschäftigungen als die Ingenieurberufe. Also auch da mag es nochmal einen kleinen Trend Richtung Städte geben, was auch Beschäftigung angeht. Das heißt, Zuwanderung und Beschäftigung
wird noch stärker Richtung Städte gehen. Wir brauchen also eine sehr gute Anbindung der Region drumherum, um da auch vom Wohnraum her ein Stück entlasten zu können, aber auch mehr Wohnraum schaffen. Sonst wird es schwierig, dass man da mitdenken. Weil die demografische Entlastung beim Wohnraum kommt erst später. Ja, weil erstmal werden die Leute ja dann aus dem Erwerbsleben quasi, bis dann die Bevölkerung wirklich sinkt und Wohnraum frei würde, das dauert dann, das sind 20 Jahre später. Okay, ich hatte noch eine letzte Frage. Ja, bitte. Gerne, bitte. Ich musste ein bisschen überlegen eben bei der Wertschätzung. Also ein Bereich, der mir einfällt, ich denke, wo es tatsächlich ein Thema ist, das ist der Pflegebereich, ich hatte es vorhin schon mal kurz angeschnitten. Da gab es jetzt ja verschiedene Befragungen, auch durchaus groß angelegt. Da geht es nicht nur ums Geld, also geht es um Qualität von Arbeit, Schichtdienste und so weiter, die das für viele auf die Dauer nicht tragbar macht. Und es ist ja sogar so mittlerweile, dass Pflegekräfte häufig in der Leiharbeitsbranche angestellt sind, weil dann können sie sich das eher aussuchen, wie die Schichten liegen. Also Leiharbeit ist nicht immer nur mit schlechten Arbeitsbedingungen. In bestimmten Bereichen suchen sich das die Beschäftigten durchaus so. Also es ist ein Thema. Und dann, das ist natürlich dann für die Krankenhäuser wiederum, die sich die Leiharbeit einkaufen müssen, teurer natürlich. Insofern hat es auch was mit Geld zu tun. Aber das kann man ja nicht wegleugnen, dass die Beschäftigten in vielen Fällen halt einfach auch gute Arbeitsplätze haben wollen, gerade in Zeiten demografischen Wandels, also wenn man sich das mehr aussuchen kann. Ja, danke. So, Andi, genau, bitte da hinten. Mein Name ist Lothar Funk, Hochschule Düsseldorf. Eine kurze Frage an Herrn Plünnecke, aber vielen Dank an alle anderen auch für tolle Referate. Herr Plünnecke, wir haben ja eine Debatte gehabt zur Frage, inwieweit Deutschland oft Trittbrettfahrer ist in den letzten Jahren. Das hat sich ja bezogen auf Exporte, bezogen auf Russlandabhängigkeit, Chinaabhängigkeit. Jetzt haben Sie ja die These aufgestellt der fiskalischen Vorteile, indem wir qualifizierte Zuwanderer bekommen. Vielleicht können Sie das kurz einbetten in die Debatte über Brain Train und Brain Gain. Denn nach meiner Kenntnis ist es ja so, dass tatsächlich dann auch Vorteile fürs Ausland entstehen, etwa durch die Remittances, die Zahlungen ans Ausland. Aber vielleicht können Sie kurz was dazu sagen, dass kein falscher Eindruck eventuell hier entsteht. Ja, also einmal wirbt die Bundesregierung beispielsweise nicht in Ländern, in denen es in bestimmten Sektoren Fachkräfteengpässe gibt und stimmt das in der Regel auch mit Ländern ab. Beispielsweise Indien hat sehr wohl ein Interesse auch daran, dass junge Personen aus Indien in andere Länder auswandern. Und weil sie sehr ein ganz anderes demografisches Profil haben. Und von daher gibt es also auch Regionen auf der Welt, die sogar ein Interesse daran haben, in beispielsweise auch bilaterale Abkommen dann mit anderen Ländern zu treten, um bestimmte Zuwanderungsprozesse zu organisieren. Und es gibt dann keine Werbung beispielsweise in Afrika für Ärzte oder sowas, ja, wo man aus ethischen Gründen gar nicht werben sollte dann um nach Fachkräften, wenn dort Knappheiten im Gesundheitssektor bestehen. Genauso gibt es natürlich dann sehr viel zirkuläre Migration. Also viele Personen kommen für 5, 6, 7, 8 Jahre, gehen wieder zurück, nehmen Erfahrungen, Berufserfahrungen, Wirtschaftskontakte mit und helfen dann auch in den Regionen beispielsweise. Viele, wenn 2/3 der Studierenden nach dem Studium auch wieder zurückgehen oder in andere Länder, aber die meisten gehen auch zurück, gerade auch aus Nordafrika, dann nehmen die auch ein Stück Ausbildungsqualität mit, was für die Entwicklungsprozesse dort hilft. Gleichzeitig gibt es Anreize in den Herkunftsländern, sich für ein internationales Studium zu qualifizieren, obwohl es dann nicht alle machen. Und ein Teil den Anreiz aber sieht, es lohnt sich, in meine Bildung zu investieren. Ich habe die Option, auch ins Ausland zu gehen. Und wenn ich die nicht nutze, dann hilft das wiederum als Bildungsanreiz im Inland. Also es gibt auch viele positive Effekte. Und Deutschland ist, wenn man jetzt den Anteil anschaut, den wir aus Indien gewinnen, der ist für Deutschland beträchtlich und spürbar, für Indien aber nicht. Ja, also das ist auch nochmal für die Zahl der Hochschulabsolventen aus Indien ist unser Anteil, den wir da jetzt gewonnen haben, noch vergleichsweise klein. Wir haben immer den Sprachnachteil, den man einfach sehen muss, im Vergleich zu den angelsächsischen Konkurrenten, die dort auch werben, die es dann einfacher haben. Also den Nachteil müssen wir immer kompensieren durch mehr Willkommenskultur, durch bessere Regeln, durch bessere Prozesse. Die Regeln sind schon wirklich sehr gut, aber die Prozesse sind noch zu langsam. Okay, dann bedanke ich mich nochmal abschließend ganz herzlich bei dem Panel. Schön, dass Sie hier waren. Applaus